Einer, der eine Liebe im Bauch hat, der muss nicht am Flipper spielen. Weil eine Liebe schon genug mit Leistung zu tun hat. Dass man die Maschine nicht braucht, gegen die man doch nur verlieren kann. Wenn eine Frau im Regen steht und weint, dann hat sie der Geliebte verlassen. Und er hat sie verlassen, weil sie es nicht geschafft hat, ihn an sich zu fesseln. Es ist schon eine Anstrengung dabei, bei der Liebe. Das ist eben so. Begrenzungen machen frei. Terror kann nicht so grausam sein wie die Angst vor dem Terror. Oder verlassen zu werden kann nicht so einsam machen wie die Angst vor dem Ende. Denn die Angst vor dem Ende schafft ein Klima, in dem du Angst hast vor dem Terror. Alles in Einzelteile zu zerlegen und neu zusammenzusetzen, das müsste schön sein. Man kann immer nur ausgehen von dem, was ist. Keine Utopie ist eine. Und die Vorstellung von einer schönen Liebe ist eine schöne Vorstellung. Aber die meisten Zimmer haben 4 Wände, die meisten Straßen sind gepflastert und zum Atmen brauchst du Luft. Ja, die Maschine ist ein perfektes Ergebnis des Kopfes. Ich habe mich entschlossen, ich spiele wieder Flipper und lass die Maschine gewinnen. Egal, der letzte Sieger bin ich.